So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi hat letztens eingekauft, eben kam sie und hat gesagt, Bubi, der Burger läuft heute ab, kannst du den vielleicht abends mal essen? Da habe ich geguckt, was das überhaupt ist, hat sie mir hier so einen Pappkarton hingeschmissen und gesagt, das ist ein Penny Ready Burger, also so ein Burger aus dem Penny im Pappkarton, sieht ja aus wie bei McDonald's oder Burger King, aber ein Big Hot Chili. Und das finde ich eigentlich am genialsten, weil das ist ja wieder eine Sorte, die mich interessiert und die ich gut finde, ja? Big Hot Chili. Ja, warum rennst du denn jetzt auch raus? So, da wurde ich kurz unterbrochen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war, aber ich glaube, wir waren beim Big Hot Chili, damit ihr seht, dass es halt nicht alles perfekt ist, wenn einfach vor 5 Sekunden die Tür aufging, Müll weggebracht wurde, 5 Sekunden später die Tür aufgeht, Müll weggebracht wird. Immer direkt in die Aufnahme rein. Das ist der Big Hot Chili. Den möchte ich jetzt mal testen, mal gucken, wie der schmeckt. Und wenn er nicht scharf ist, habe ich immer noch meine Mad Dog 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Den schmeißen wir also hin. Das hauen wir daneben. Oder? Ach, keine Ahnung. Wie wir das Thumbnail machen, das sehen wir dann. To Heat 600 Watt, 90 Sekunden in der Mikrowelle. Am besten finde ich, dass hier drauf steht Bun Beef Cheese Sauce. Aus mehr besteht er eigentlich nicht. Das ist ein super saftiges Bild. Aber dann steht Just add some fresh salad, tomato and onions. Du musst nur also den frischen Salat noch nachträglich dazugeben, die Tomaten noch draufpacken und die Zwiebeln. Was mir auffällt, hier sind aber Gurken drauf. Hier oben steht aber nur Brötchen, Fleisch, Käse, Soße. Dazugeben sollst du Salat, Tomaten, Zwiebeln. Was ist denn mit den Gurken? Die sind dabei oder die musst du noch drauf tun? Oder ist das eine Grauzone? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Rindfleisch steht hier. Hinten steht nochmal dabei Rindfleischfrikadelle im Sesam-Weizenbrötchen mit Schmelzkäse-Zubereitung und Chili-Käse-Würzsoße. Big Hot Chili im ungeöffneten Folienbeutel bei 600 Watt für 90 Sekunden erhitzen. Ich dachte eigentlich, dass ich solche Burger schon mal getestet habe oder probiert habe. Jetzt habe ich eben mit dem Handy nochmal geguckt, Ramses Kitchen, Penny Ready Burger oder Big Burger, weil das ja ein Big Hot Chili ist und die anderen waren ja vielleicht Big Beef oder sonst was. Ich habe kein einziges Video gefunden mit so einem Karton. Ich werde das jetzt hier erstmal aufmachen oder versuchen zumindest. Ne, es reißt einfach dort auf und da reißt es auch auf. Öffnen, reingucken, das ist der Folienbeutel. Und dieser Folienbeutel muss ungeöffnet jetzt für 90 Sekunden in die Mikrowelle und dann gucken wir mal, wie das schmeckt. Da haben wir nämlich eine fette, aufgepustete Tüte. Adi, was ist? Adi, Schatz! Molly! Adi! Molly! Adi! So, der Burger ist jetzt hier angekommen. Der hat auch ordentlich gebumst gerade in der Mikrowelle. Dann plustert sich immer auf, dann irgendwann geht's. Dann war's das. Jetzt könnt ihr den natürlich hier irgendwie aufschneiden. Ich mach das mal mit einer Schere, dass der dann hier rauskommt aus seinem lumpigen Beutel. Der ist auch jetzt total weich, total matschig, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil ich glaube, die in diese eingeschweißten Tüten, vakuumisiert, haben trotzdem einen richtig guten Geschmack, dass das Fleisch trotzdem toll war. Ich kann mich jetzt leider nicht so genau erinnern, weil von dieser Marke scheine ich das noch nicht gehabt zu haben. Wie sieht das denn aus? Der Käse? Hä? Der Käse ist am Rand hier? Ist dann noch richtig dunkel? Hier ist er richtig hell. Was heißt das jetzt? Dass es eigentlich alles Mist ist, ja? Ist das Mist? Wahrscheinlich. Es scheint Mist zu sein. Ja, was ist da jetzt drauf? Eigentlich eine Käse-Chili-Soße, die uns jetzt hier eine Schärfe vorgaukeln soll. Wir tun das mal weg, wir beißen jetzt gleich mal rein und dann gucken wir mal, ob wir da noch nachwürzen müssen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen heiß. Muss aufpassen, wo du hinfährst. Hier ist ganz viel Soße dran. Wir beißen also direkt hier ins vordere Stück. Oder macht man damit jetzt ein Bild? Mit diesem Burger in der Hand?
So, mit der Soße dran und dem Burger in der Hand. Ich hab keine Ahnung. Ich beiß jetzt einfach rein, so. Da beiß man jetzt rein, wo die ganze Soße dran ist. Also das Fleisch ist okay, das kannst du genauso essen. Das schmeckt irgendwie sehr zart. Nichts Besonderes. Einfach halt okay. Wenigstens kein Knorpel dran, kein Fett dran. Einfach nur wie so ein Gummi, den du durchbeißt. Aber nicht so zäh. Das Brötchen ist halt matsch. Der Käse, der sieht eigentlich aus, als hätte er noch gebraucht. Aber er hat gerade die Temperatur, dass du den genauso essen kannst. Aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich Big Hot Chili höre, hätte ich da wenigstens ein paar Jalapenos drauf erwartet. Und irgendwas anderes. Diese Creme schmeckt ein bisschen muffig. Scharf ist das jetzt nicht wirklich für mich. Ich glaube auch jeder andere würde sagen, ja, scharf ist das nicht, ne? Leute, die nicht so viel scharf essen. Aber im Endeffekt ist es halt trotzdem wieder nur ein Burger, matschig, frampfig. Kann man essen, ist aber jetzt was, was die meisten anderen einfach wegschmeißen würden und sagen, ist das ein Dreck. Für mich ist okay, denn ich mache mir jetzt so Mad Dog drauf und guck mal, wie es mit Mad Dog schmeckt. An diesen labbrigen Burger. 6 Millionen Scoville. Pepperextrakt erzeugen diese Mad Dog 357 Soße in der Silver Edition. Und die habe ich letztens schon mal irgendwie bei Burgern probiert und dachte, bei Burgern passt die sogar trotzdem ganz gut drauf. Musst halt wieder aufpassen. Hast jetzt hier einen Tropfen Mad Dog Soße, die reichen würde für den ganzen Burger. Wir nehmen es halt für einen Happen, den wir machen. Und jetzt hast du den Effekt, du isst nicht die Soße zu dem Burger, du isst den Burger zu der Soße und du merkst sofort den Geschmack von der Soße, du merkst sofort, wie sich das ausbreitet, dieses Besondere, dieses Epische, dieses Mad Dog Feeling. Das müsste eigentlich von der Schärfe reichen, aber wir machen uns mal noch einen zweiten hier in die Ecke, denn die Soße muss irgendwann auch mal leer werden. Ich habe den ganzen Schrank nämlich jetzt noch voll mit Mad Dog, so hauen uns noch einen zweiten Tropfen hier hin. Damals hat mich die Soße fast gekillt. Heute hat man sich ein bisschen dran gewöhnt. Also abschließendes Fazit. Mit der Mad Dog Soße kann man das Ding sogar essen. Das harmoniert irgendwie. Ich weiß nicht warum. Gerade durch diese Käse-Chili-Note, die da drauf ist, diese Soße, das ist ja eigentlich eine Käsesoße. Und die zusätzlichen Käsescheiben, die drauf sind, harmoniert sich das trotzdem, dass das auch die Schärfe von der Mad Dog ein bisschen angenehmer macht. Dass zwar alles pframpfig ist, aber dieser Pframpf eine gewisse Schärfe aufweist und insgesamt trotzdem jetzt essbar ist. Ich werde den Rest mir jetzt noch reinziehen, immer mit einem Tropfen drauf. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Kennt ihr die Penny Ready Burger? Big Hot Chili? Würde ich eigentlich nicht nochmal kaufen, aber wenn Pupsi die nochmal mitbringt mit Mad Dog Soße, kannst du eigentlich alles essen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.